Der Doppelmörder von Basel stand möglicherweise unter Drogeneinfluss, das berichtet heute die Basler Zeitung. Eine Bestätigung der Staatsanwaltschaft gibt es bislang nicht. Sie erklärte heute nur, dass sie für den 22-jährigen mutmaßlichen Täter Untersuchungshaft und ein psychiatrisches Gutachten beantragt hat. Das Motiv für die Tat ist weiter unklar. Der 22-Jährige hat am Montagnachmittag in Basel zwei Frauen erstochen. Ein 87-jähriger Mann wurde schwer verletzt, ist aber nach einer Notoperation außer Lebensgefahr.